Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Reaction. Lange ist es ja lange kam keine Reaction mehr. Da ich tatsächlich ein bisschen was anderes hatte im Background. Ja. Ich war hauptsächlich jetzt, was Reactions angeht, eher so in die Richtung, ich höre es einfach und sag den Leuten dann entweder privat meine Meinung oder ja, halt in Discord oder Insta, dies, das, Ananas. Aber ich glaube, es ist wieder eine kleine Comeback-Zeit, ja, für die Reactions auf Songs. Ja. Da wird es jetzt wieder ein kleines Comeback zu geben. Und wir fangen direkt an mit Akaya. Ja, Akaya hat einen Song gedroppt am Freitag. Und ich wollte da eigentlich drauf reagieren. Ich wollte es eigentlich auch am Freitag machen. Aber ging schlecht. Weil ich nicht die Zeit dafür hatte. Da ich Freitag nur nach Hause gekommen bin, Tasche gepackt und dann wieder los. Direkt eigentlich fast schon wieder losgefahren bin. Da ich nämlich bei meinem Vater war das Wochenende. Aber darum soll es gar nicht gehen. Ich weiß gar nicht. Ne, den Song kenne ich nicht. Ja, den Song kenne ich nur aus dem Reel, was er gepostet hat bei Instagram. Ja, schaut mal bei Akaya auf Instagram vorbei. Wenn YouTube es zulässt, steht sein Instagram-Link unten in der Videobeschreibung. Wenn nicht, schaut im Community-Tab vorbei. Dann geht's immer noch nicht. Dann habe ich auch echt keine Ahnung mehr. Egal. Aber das soll mich jetzt nicht daran hindern. Und ja, Friends, ich habe meine Facecam dabei. Die habe ich jetzt ausgegraben extra hierfür. Ich muss die ein bisschen verschieben. So. Und ja, ich chill im Mantel. Ja. Lass mich. Egal, komm. Akaya Suizid heißt das Lied. Kam Freitag raus. Hab ich ja schon erwähnt. Ich würde sagen, wir starten direkt durch 2:41. Gib ihn. Wollte ich gerade irgendein. Was ist das? Nachrichtenshow-Intro? Was ist das? Also, ich weiß jetzt nicht, woher diese Ausschnitte sind. Ich kann mir schon vorstellen, Nachrichten. Und das ist halt echt ein Thema, ne? Muss man ja auch dazu sagen. Es ist halt schon ein Thema, ne? Das ganze Depression-Ding und so, ne? Das geht echt stark rum, so. Ich zum Glück bin davon nicht getroffen. Ich kann da wirklich von Glück reden, dass ich es nicht habe. Ich brauche es auch ganz ehrlich gesagt nicht. Ja. Schauen wir mal, was er noch sagt im Song. Weil ich schätze mal, der Song heißt nicht umsonst so. Schauen wir mal. Das ist halt wieder so diese
diese. Ja, es ist halt wieder diese diepe Mucke, ne? Es ist halt wieder dieses diepe. Kurz dazu gesagt, ich glaube, das hatte ich auch bei der EP-Reaction gesagt, dass ich übertriebenst, dass ich solche übertriebenst deepen Deutschrap-Lieder oder generell deepe Lieder, sei es Army-Rap, sei es, was weiß ich, Deutschrap-Pop, was weiß ich, Hauptsache es ist irgendwas Deepes dabei und für mich ist es automatisch geil, aber ich glaube, in dem Track ist es, glaube ich, so wirklich das erste Mal. Also, Akaya, ich schätze mal, du siehst dieses Video. Ich weiß gerade nicht mehr, was ich sagen wollte. Stark. Ja, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Stark. Stark. Ja, aber ich glaube, das ist. Ah, jetzt weiß ich es. Ist es das erste Mal, dass du so, ich sag jetzt mal, so offen deine Gefühle gezeigt hast in einem Track? Also abgesehen jetzt von Mein Herz und so. Aber ich glaube, das ist so das wirklich erste Mal, wo du ansatzweise zeigst, was so in dir abgeht. Also ich gehe davon aus, ich habe keine Ahnung, ne? Also. Stellt mich da nicht auf den Pranger oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich merke mir Lyrics nicht wirklich. Ich bin froh, wenn ich sie nach dem zweiten Mal hören mit kann. Aber wirklich merken tue ich sie mir nicht. Von daher brauchen wir darüber gar nicht reden. Aber gut. Wie gesagt, ne, Deeper Song feiere ich. Text ist schon sehr sad. Also. Ich habe da gerade dezent Feelings, ja, naja, dezente Sad Feelings spiele ich gerade. Von daher, der Song ist schon berechtigt mit dem Namen. Ja. Weiß nicht. Aber geiles Ding auf jeden Fall. Auch wenn es echt deep ist, also deeper als deep. Von daher. Ja, ey. Ganz ehrlich. Ja. Das sind halt wieder Songs. Das ist halt ein Song, das ist einfach genau mein Type. Ja, das ist einfach mein Type, Digga. Geisteskrank, ey. Aber eine Minute haben wir noch. Beziehungsweise eine Minute vier haben wir noch. Die geben wir uns natürlich auch noch. Ich muss aber ganz kurz sagen, ne, der Beat ist auch geil, ne? Textlich und so, die Beat ist einfach voll in die Fresse, so. Das ist halt auch einfach eine Combo, die ist einfach, ne? Ehe, da sage ich nix zu. Ja. ja, wie gesagt, ne, sehr deep. Auch jetzt gegen Ende nochmal sehr, sehr deep.
trotzdem ein abnormal schöner Song. Das kann man eigentlich bei jedem seiner Songs sagen. Ja, also er weiß, wie er uns musikalisch unterhalten kann. Und er weiß auch, was die meisten Leute hören wollen. Und ich glaube, das merkt man ganz gut an den Songs, die er macht. Ja. Schönes Ding. Absolut schön. Ja. Ey. Ich weiß nicht, was ich wirklich noch sagen soll. Checkt ihn ab. Checkt das Lied ab. Ja. Und ja. Würde ich sagen, das war's mit der Reaction. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi.